Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Realita, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wann kommt der Richtige? Und genau das schauen wir hier bei dieser Legung an. Erstmal betrachten wir deine Vergangenheit, deine Kindheit. Das zeigt hier dieses Bild. Diese Dame vertritt hier die Luftelement. Aber jemand hat diese Luft, diesen Freiraum geraubt. Und das war damals zu früh, in dein Inneren arbeiten, diese inneren Kraft verspüren. Du pflegst jetzt als erwachsene Frau dein inneren Kind. Schau nach innen. Da sind deine Werte und genau das, was dich befreit, dann kannst du endlich aufatmen. Aber zurück zum Kindheitserinnerungen. Ich sehe hier Einschränkungen oder Zweifel. Deine Ex-Beziehungen, wie sind diese Erinnerungen? Hier ist dieser Reiter und vertritt die Feuerelement mit vollen Zügen. Das kann natürlich auch Begeisterung sein, Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein von dieser Liebe oder Herzenswärme. Aber wenn man das übertreibt, das kann auch Wut oder Aggression aber auch sein. Und damit wurde alles verbrannt. Deine karmischen Erinnerungen, wie hast du das erlebt in früheren Leben und vor allem, was ist deine Lernaufgabe? Das zeigt dieses Mädchen. Dieses Mädchen fühlt sich bedrückt und arm. Oder sie meint, sie hat was verloren und hat Verlustangst. Aber eins hat noch nicht entdeckt, dieses heilige Bild. Und das ist die Vision, die Vorstellungskraft und vor allem diese goldenen Taler zeigen deine Werte. Und bei dir ist alles in Ordnung. Das ist deine Struktur. Außerdem zeigt deine Talente, deine Fähigkeiten, was beruflich umsetzen kannst und dann kommen auch die Münzen. Wie stehst du zu Thema Liebe, Partnerschaft? Das zeigt hier die ganze Welt. Du bist offen dafür, du bist in die richtige Energiefeld und dich würde auch Auslandskontakte begeistern. Der Mann, der Richtige, wie könnte ich sein Gegenwart beschreiben, er ist gerade bei Umbrüche und Veränderungen. Entweder ist es berufliche Veränderung oder ist noch gebunden und läuft gerade die Scheidung. Warum bist du alleine? Du bist gar nicht alleine, weil dieser König erobert dich und du bist seine Partnerin. Schau mal, beide zeigen dieses Schwert. Das symbolisiert die Luft. Element. Dieser Mann befreit dich, gibt dir die Luft zum Atmen, die Leichtigkeit, umgekehrt aber auch. Außerdem die Luftelement symbolisiert die Gespräche. Ihr habt bald diesen Kontakt, die Gespräche und ihr passt zusammen. Du bist sein Gegenstück sozusagen, sein Seelenpartnerin und er ist dein Seelenpartner. Und du wirst es beherrschen, fühle dich wie eine Herrscherin. Außerdem beherrsche deinen Gedanken, deinen Gefühlen. Die Liebe kommt von alleine, weil er ist unterwegs zu dir. Und worauf sollte es noch achten? Das sind die Münzen, was natürlich auch die Finanzen, indirekt die beruflichen Umfeld betrifft. Also möglich ist es auch, ihr begegnet euch im beruflichen Umfeld. Das kann auch sein Beruf sein. Aber entdecke hier etwas.
das, was hier auf dem Boden liegt, das ist deins. Das sind deine Talente, deine Fähigkeiten, deine Werte. Nicht immer vergleichen mit anderen. Nimm das in Hand. Das ist deins, das ist dein Besitz. Das ist deine Selbstdarstellung. Alles andere wächst und dient. Du brauchst vielleicht ein bisschen Geduld, weil das ist ein langsames Wachstum. Dafür ist aber stabil. Abgesehen davon, dass die Münzen symbolisieren die Erde-Element und das ist die Realität. Und wie geht es weiter? Eine glückliche Partnerschaft. Sehr, sehr schön. Ich befrage jetzt mein Pendel. Wirst du glücklich sein in die Liebe-Partnerschaft? Ja, nein, oder so lala. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet, deine Zukunft ist sicher, bald hast du diese glückliche Partnerschaft. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, du musst noch lange warten, das wird nichts. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann bleibt momentan alles stehen und die Zukunft ist noch ungewiss. Die Antwort ist ja, du hast Glück in die Liebe-Partnerschaft und es wird deine Zukunft sein. Liebe Realita, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.